Der Botanische Garten Rombergpark ist ja ein ziemlich alter Park. 2022 feiert er sein 200-jähriges Bestehen als Parkanlage, die durch Gisbert von Romberg, den Ersten, gegründet wurde. Das Torhaus im Botanischen Garten Rombergpark ist das älteste vollständig erhaltene Bauwerk. Es wurde nach dem Zweiten Weltkrieg natürlich stark restauriert, weil es beschädigt war. Das Torhaus wird heutzutage für Kunstausstellungen genutzt über das Kulturdezernat. Die finden oben im ersten Stock statt. Und im Erdgeschoss wird regelmäßig und zahlreich geheiratet. Das ist also ein Standesamtstandort auch. Die drei Platanen, unter denen wir jetzt stehen, sind wirklich ganz besonders, auch von ihrer Größe her. Also sie sind schon über 40 Meter hoch, kerngesund für ihr Alter und laden also direkt am Eingang des Botanischen Gartens, am Nordeingang, den Besucher ein. Diese Bäume wurden 1805 gepflanzt, das heißt also 211 Jahre sind sie jetzt alt. Sie waren damit schon vor der eigentlichen Gestaltung des englischen Landschaftsparkes um 1818 bis 1822 schon Bestandteil der Grünanlage hier direkt am Schloss Brünninghausen. Und sie stehen nun direkt hier am Weiher, und der Weiher ist ja das zentrale Element eines englischen Landschaftsgartens. Und wir haben zahlreiche verschiedene Wasservögel hier drauf, sowohl einheimische als auch nicht heimische, wie zum Beispiel Kanada und Nilgans. Wir befinden uns jetzt auf der Ostseite des Botanischen Gartens, den die meisten Besucher gar nicht so als Teil des Botanischen Gartens wahrnehmen, weil er sehr natürlich aussieht. Wir befinden uns hier in der sogenannten geografischen Pflanzensammlung. Das heißt, die Pflanzen sind hier gesammelt nach Ländern oder Kontinenten. Und wir stehen jetzt hier gerade am Sumpfzypressenteich, der mit seiner Ausstrahlung wohl etwas ganz Besonderes ist. Wir befinden uns jetzt in der asiatischen Region unseres geografischen Arboretums, und eine wirkliche Besonderheit ist diese Scheibennuss, vor der wir stehen. Die Scheibennuss, kann man gar nicht glauben, ist eine Verwandte der Walnüsse. Das ist also eine ganz, ganz kleine Walnuss, die dann aber umgeben ist von einem sehr großen scheibenförmigen Flugorgan. Und in Europa sind selbst in botanischen Gärten diese Gehölze extremst selten. Wir befinden uns jetzt in den Pflanzenschauhäusern mit dem Café Orchidee am Südteil des Botanischen Gartens. Und diese Gewächshäuser sind schon seit 2000 unter Schutz gestellt worden, als typisches Baudenkmal der 50er Jahre. Damals war ein Besuch in den Pflanzenschauhäusern auf jeden Fall ein ganz großes Sonntagsfamilienevent, wo man also wirklich mit Vater im Anzug gekleidet dann hier auflief als ganze Familie. Für viele Besucher ist das Wüstenhaus immer eine ganz besondere Attraktion. Kakteen, Agaven, all diese stachelige, diese sukkulenten, dickfleischigen Pflanzen haben immer eine besondere Wirkung auf die Besucher. Wir haben sehr große alte Kakteen hier drin, die teilweise seit 1959 stehen. Gerade die großen sind konstant immer am Blühen jetzt im Moment. Und auch unser großer Saguaro-Kaktus, der auch schon von der ersten Bundesgartenschau stammt, hat es nun endlich geschafft, die erste Verzweigung zu bilden, und das mal nach gerade mal 58 Jahren. Ja, wir stehen jetzt hier am Romberg-Siepen im Botanischen Garten. Das wird vielen Menschen nicht sagen, weil jeder Dortmunder kennt den Romberg-Siepen unter dem Namen Roter Bach. Der Rote Bach wird aus Bergbauschichten gespeist. Das ist also Wasser, was aus Bergstollen, Kohlenstollen zutage tritt. Und es ist sehr eisenhaltig. Dieses Eisen kann man nicht sehen, auch nicht riechen oder schmecken, aber es lagert sich an allen Oberflächen ab, und dadurch ist also trotz des klaren Wassers jedes Blatt, jeder Ast und jeder Stein so ockerrot gefärbt. Das Wasser hat immer die gleiche Temperatur von 11, 12 Grad, und weil es entsprechend hier den ganzen Boden sättigt, ist in dieser Tallage des Priml- und Farntales, wo der Rote Bach fließt, auch besonders gutes Klima. Das heißt, auch im Winter wird es nicht zu kalt, und so Besonderheiten wie das Mammutblatt aus Chile mit seinen riesigen Blättern wachsen hier genauso gut wie nicht winterharte Kempelsmagnolien oder besondere Rhododendren. Seit 1933 ist er richtig offiziell auch der Botanische Garten der Stadt Dortmund. Damals gab es vorher noch einen kleinen Botanischen Garten in der Innenstadt, wo heute die städtischen Kliniken sind. Aber die Pflanzensammlungen sind dann in den ehemals Rombergschen Schlosspark gezogen und werden seitdem Botanischer Garten Rombergpark genannt. Ich selber arbeite seit 2,5 Jahren jetzt hier, und ich kann sagen, ich gehe jeden Morgen gerne arbeiten und habe einen tollen Job.